James. Er ist weg. Wir müssen von hier verschwinden. Als nächstes werden sie uns an den Kragen gehen. Wir müssen sofort hier raus. Was zum Teufel ist gerade passiert? James. Ihr Vater hat eine Überlastung verursacht. Er opferte sich, damit die Enklave den Aufbereiter nicht bekommt und wir die Zeit zur Flucht haben. Es werden noch mehr kommen. Wir müssen hier verschwinden, bevor sie uns finden, sonst ist ihr Vater umsonst gestorben. Ich lasse meinen Vater nicht da drin zurück. Jetzt kann keiner mehr etwas für ihn tun. Die Strahlenbelastung da drin ist tödlich. Sie würden mit ihm sterben. Wir müssen von hier verschwinden, und zwar sofort! Okay. Dann, ja, wie kommen wir hier raus? Vor vielen Jahren haben wir einmal einen alten verlassenen Tunnel als Fluchtweg benutzt. Der müsste leicht zu finden sein. Wir müssen sofort dorthin aufbrechen. Gehen wir! Aha! Vielleicht ist es ja die Dingens da, die, warte mal, wir nehmen schon mal den Raketenwerfer, falls wieder irgendjemand sich uns in den Weg stellen möchte. Vielleicht durch die Kanalisation. Jo, wusste ich's doch, ey. Wie so eine Feige. Geht dort um. What? Was ist passiert? Wo kommt ihr denn auf einmal her? Wir müssen fliehen, solange wir das noch können. Weh, wenn ich herausfinden sollte, dass Sie oder Ihr Vater etwas damit zu tun hatten. Ich glaube sogar, dass Sie uns verkauft haben. Mein Vater ist tot, du Hurensohn! Verdammt. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich dachte nur, weil das geschah, nachdem Sie aufgetaucht sind. Na, Sie wissen ja, es tut mir leid. Richtig dreist, Können Sie mir helfen, diese Sache zu Ende zu bringen? Ich kann es versuchen. Ich bin im Umgang mit Waffen nicht sehr gut, aber falls Sie eine Pistole für mich haben, werde ich mein Bestes tun. Ich habe eine 32 Kaliber Pistole. Schätze, das ist besser als nichts. Danke. Die andere kriegst du auch nicht, die will ich verkaufen. So, Dr. Lee. Gehen Sie nicht weg, wir werden Sie brauchen. Wohin jetzt? Dieser Tunnel führt in die Zitadelle, die Festung der Stählernen Bruderschaft. Dort sind wir wahrscheinlich in Sicherheit, falls wir es schaffen. Okay. Was ist da vorne? Sie wirken nervös. Ich habe nicht die geringste Ahnung, worauf wir da vorne stoßen werden. Das ist das Problem. Diese Tunnels werden schon lange nicht mehr benutzt. Aber wir können nicht hierbleiben. Die Enklave wird uns irgendwann finden. Wir müssen weiter. Haben Sie einen Plan? Wir müssen zusammenbleiben und zusehen, den Tunnel so schnell wie möglich hinter uns zu bringen. Wir sind erst sicher, wenn wir das andere Ende erreicht haben. Gehen Sie nicht zu weit voraus. Wir bleiben dicht hinter Ihnen. Okay, weiter geht's. Mir nach. Wir sind dicht hinter Ihnen. Seien Sie vorsichtig. Okay, Leute. Wir zücken unseren guten alten Raketenwerfer, drücken F5 und gehen los. Also, hier ist schon mal ein Musikroboter. Die sind immer cool. Sieht aber so aus, als ob sich hier auch Raider eingenistet hätten. Ist das hier? Hier hat jemand gegrillt. Sehr schön. Was macht der Robo hier? Oh, alles verstrahlt. Soll ich dem Robo wirklich folgen? Da vorne ist eine verschlossene Tür. Ich kann sie zwar öffnen, aber das wird einige Zeit dauern. Gar nichts kannst du. So, das nehmen wir mit hier. Ich kann es auch hacken. Nee, ist sehr schwer. Shit. Oh, fuck. Okay. Und jetzt eines meiner anstrengenden Zitate. Okay, warte, 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 Leute. Okay, 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 okay. Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit. Ich würde mal sagen, für Becky, halt nicht dahin, da oben hin. Oh, die ging voll daneben. Ich habe mich total verkrüppelt. Egal, ich hab's für Rebecca Ah, nicht mit Twitch. Oh. Gute Nacht, wer dem ist. Viel Spaß morgen. Und liebe Grüße an deine bessere Hälfte. Okay, Leute, wir können ja also einfach hinterher. Ah, den Fatboy habe ich echt. Den Fatman habe ich echt verkackt. Ich gebe es ja zu.
Wo ist der Fat Man? Da ist er. Diesmal mache ich es besser, Leute. Diesmal mache ich es besser. So, so ein bisschen Strahlung gehört dazu, ne? Oh, ein zweiter. Da vorne ist eine verschlossene Tür. Ich kann sie Ach, die ist in Ägypten. Das ist ja cool. Brauchen mal ein bisschen Urlaub von dem guten Verdemis, wa? So, ich würde gerne nicht auf ihn auch nicht, sondern auf den hier mit 18% ist natürlich echt enorm wenig. Wir probieren es trotzdem. Oh, das sieht gut aus. Und wenn er dahinter einschlägt, ist er auch egal. Oh, da explodiert alles, ey. Da explodiert alles, Leute. So wird's gemacht. Okay, den Soldaten haben wir. Lasst den armen Forscher doch in Ruhe. Was hat der Mann euch denn getan? Mehr Explosionen, mehr Explosionen. Also, die sind stark, die sind echt stark, die sind echt stark. Es gab meiner Meinung nach nie eine Zeit, nicht eine Möglichkeit gefunden. Okay, hätte, warte, das warte. Das Schwert ist zu oh. So, warte. Komm schon, C. Jetzt können wir wenigstens den hier sprengen. Und der Typ, der daneben steht, dürfte ja wohl ein bisschen was zumindest abbekommen haben. Okay, der ist gesprengt, hoffe ich. Der andere Typ ist doch eh tot, oder? Hallo, geh doch nicht dahin, wo die schießen! Lauft! Lauft! Lauft so schnell ihr könnt, ey. Okay, wie machen wir es jetzt am besten? Erstmal sollten wir uns ein bisschen heilen, glaube ich. Ja, Nuke Launcher, Reini, das muss sein, ey. Und es hat Boom gemacht. So, was machen wir jetzt als nächstes? Ich würde mal sagen, Raketenwerfer ist dran. Oh, da stehen wieder zwei. Zwei zum Preis von einem. Das ist immer schön. Bam! Und der eine war's, der hat's überlebt, der hat's überlebt. Das ist ein Cheat. Hat er einfach eine Rakete überlebt, der Bengel. Ja, den haben wir. Ich will die ganzen Finger von den Leuten einsammeln. Wo geht ihr denn da hin? Was macht ihr da? Okay, warte, warte, warte. Granaten in die Hand. Okay, okay, okay. F5. Alle tot? Ich glaube, wir haben alle erledigt. Dann durchsuchen wir auf jeden Fall mal hier die ganzen Leichen. Nehmen die Finger mit. Lasergewehr und Mikrofusionszelle. Plasmagewehr. Wir haben das erste Plasmagewehr gefunden, Leute. Wie geil ist das denn? Jetzt gibt's noch mehr. Plasmamine. Ein Tesla Power Armor. Strahlenresistenz plus 20 und Energiewaffen plus 10. Ey, richtig nice das Ding. Ist aber viel zu schwer, als dass wir das jetzt noch mitnehmen könnten. Mikrofusionszellen kommen natürlich auch wieder mit. Ich muss was reparieren. Das Plasmagewehr, zack. Das Lasergewehr hier von uns können wir auch nochmal schön upgraden. Oh, ist das schön, wie wir hier alles gesprengt haben, Leute, ey. Haben die Leute aber auch verdient, muss man ja mal ehrlicherweise sagen. So wie die sich hier uns in den Weg gestellt haben, das ging ja mal gar nicht. Also wer sich mit uns anlegt, der, ja, bereut das meistens ziemlich schnell. Sturmgewehr könnten wir ja auch nochmal verbessern, so können wir es verticken nachher. So, und jetzt sind wir auch nicht mehr zu schwer beladen. Er hier hat auch noch was dabei, ne? Ein Finger, sehr gut. Die Finger nehmen wir alle mit, Leute. Radio Enklave. Ich bin John Henry Eden, Präsident der Enklave, Präsident von Amerika. Das ist ein Vollidiot, habe ich gehört. Ihres Herzens. Hallo, geliebtes Amerika. Hier spricht Präsident Eden. Und es ist an der Zeit, zu reden.
Sprechen wir doch einmal über unsere Regierung. Oder genauer gesagt über Ihre Regierung, News Amerika, die Enklave. Aber wieso sind denn die Wissenschaftler auf einmal hier? So, was hat er dabei? Gar nichts. Ihre Schwestern, Tanten, Freunde und was ist das hier? Ah, da war noch ein Buch für die Spezialeinsätze. Los, Leute, lauft! 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 Oh, jetzt was? Jetzt kommen auch noch Ghule? Oh Gott. Ich muss hier auch alles sprengen, glaube ich. Ohne Sprengung geht hier heute gar nichts, ey. So, da kommt er angerannt. So muss es sein. Ich habe gehört, dass da noch mehr Ghule wahrscheinlich kommen werden. Kronkorken, alles klar. Hallo, ein wilder Ghul. Wow. Du hast da Blut im Gesicht, Grants. Das muss so. Das gehört zu mir. Oh, den Ghul haben wir erwischt. Drei Kronkorken. Bin ich eigentlich verkrüppelt? Warte mal, ich wollte mal eben schauen, ob ich verkrüppelt bin. Nee. Wir können uns trotzdem ein bisschen heilen. Und meine Radiation könnten wir auch mal wieder Red away, meine ich. Sorry. So. Und jetzt wollen wir erstmal gucken, was im Chat ging. Leichenschändung wird hier groß geschrieben. Ihr habt's gemerkt. So, einmal Quick Save. Und dann gehen wir hier weiter. Schau mal, dass wir hier rauskommen. Ja, wir kommen hier schon noch raus. Vorsicht, das könnte hier eine Falle sein. Nein, ist es aber nicht. Okay. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Ah, warte, ich hatte ein Buch gefunden. Dieses chinesische Handbuch für irgendwelchen Quatsch. So, dann haben wir hier noch Jet. Und wir haben hier eine neue Brille. Ich brauche aber einen neuen Hut. Lassen Sie mich raus! Dankeschön. Aha. Schau an. Hä? Boom. Ich werde dich töten. Hä? Wieso hat der denn auf mich geschossen? Schau mal, dass wir hier rauskommen. Warum? Schau mal, dass wir hier rauskommen. Hä, wieso sind die denn böse zu mir? Ich weiß nicht, was sie haben. Lauft! Ey! Das war noch nicht alles. Alter, lass mich! Ich will die nicht töten. Na toll. Na toll. Ich laufe jetzt einfach weg, weil ich muss weiterrennen, weil die die anderen boxen mich sonst auch und werden auch abgeschossen. Oh Gott. Also ich weiß nicht, was hier mit den Leuten gerade los war, warum die auf einmal so aggro gegen mich geworden sind. Bin so ein netter Mensch. Ich weiß nicht, was ich denen getan haben soll. Streunender wilder Ghoul. Renn mir nicht in den Schuss, ey! Wenn ich die jetzt auch noch getroffen hätte, ne? Die Agent Lee oder wie die Olle heißt, ey. Fertig. Einer kommt gleich noch, den haben wir schon gesehen, der steht da links hinter der Ecke. Oh. In die Fresse.
Fresse. So, warte, ich würde gerne eben... Ich würde mich hier bei dem einen gerne entschuldigen. Kleine. Bei ihm hier. Hilfe! Mist, wie geht das nochmal? Man konnte sich da irgendwie... Achso, ja, jetzt weiß ich wieder. So, das ne? ist hoffnungslos! Nein, das wollte ich gar nicht. Wie ging das nochmal? Okay, es kommt einer. Konnte sich irgendwie... Irgendwie konnte man den Friedensangebot machen. Ah, egal, wir gehen erstmal raus. Stimmt, das kann sein, dass ich hier mit dem Fat Man Schaden gemacht habe und der jetzt irgendwie böse auf mich ist. Wegen solchen Kinkerlitzchen, ey. Okay, warte, wird es hier geöffnet? Ja. Und ich gehe mal davon aus. Ich gehe mal davon aus, dass der Typ hier einen Flammenwerfer hat. Oh scheiße, ein Geschützturm. Ich hasse Geschütztürme. Ah ne, oh, das sind, ist die Bruderschaft. Moin. Okay, der gehört mir. Danke. Au! Okay, nein, das Deckengeschütz ist nett. Dem wilden Ghoul würde ich gerne mal eine verpassen. Okay, das wäre geschafft. Junge, pass bitte mit deinem Flammenwerfer auf. Ich stehe hier genau neben dir. Okay, wir haben es geschafft. Gehen wir hier noch raus, damit wir auch wirklich in Sicherheit sind. Wer will nicht von dem Fatman angeschossen werden? So, hier haben wir Jet und Maddox. Und ja, gehen hier hoch zur Hauptstadt. Okay, wir haben es geschafft. Was gibt's? Weiter geht's, mir nach. Wir sind dicht hinter ihm. Ja, wir sind doch jetzt eh da. Das hier ist doch... nice one. Seien Sie gegrüßt. Moin. Will hier rein. Mach das Tor auf. Ich bin Paladin Bale. Was wollen Sie? Nee, ciao. Der Stahl sei mit Ihnen. Komm, beeil dich doch ein bisschen. Es geht die da hin und klingelt. Ich bin Dr. Madison Lee. Ich habe Leute bei mir, die Schutz und Unterkunft brauchen. Die benötigen dringend Zutritt. Es tut mir leid, für unbefugte Zivilisten besteht kein Zutritt zur Zitadelle. Bitte verlassen Sie sofort die Anlage. Lions, ich weiß, dass Sie da drin sind. Ich weiß, Sie können mich hören. Öffnen Sie diese gottverdammte Tür, sofort! Oh, okay. Der hat sich aber leicht überzeugen lassen. Hallo! Erster, wie man immer so schön unter YouTube-Videos schreibt. Wir müssen fliehen, solange wir das noch können. Boah, die Alte, ne? Die geht so lahmarschig. Was habe ich jetzt für eine Aufgabe? Dr. Lee in die Zitadelle bringen. Ja, komm. Das habe ich doch jetzt eigentlich geschafft, oder? Ja.